Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Wir sind im neuen Level 40 Verroams, das heißt 40 Faden. Das ist irgendwie eine, auch so eine Messwert unter Wasser, wo man halt das messen kann. Wir sind irgendwie 40 Faden unter Wasser. Keine Ahnung, wie viele Meter das umgerechnet sind, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber wir sind im 40 Faden und ja. Wir müssen uns jetzt ganz schnell beeilen und diesen Tonnen hier nachschwimmen. Ja, wir müssen diesen Tonnen nachschwimmen. Und das schnellstmöglich, weil wir können ja nirgendwo auftauchen. Wir sind hier direkt sozusagen in der Unterwasserwelt angekommen und müssen uns beeilen. Da drüben ist ein Hai, die werden uns jetzt in den nächsten vier Leveln, also das sind ja vier Unterwasserlevel, schön betrachten. Ich komme auch in den vier Leveln jetzt hier noch relativ gut klar. Vielleicht nicht ganz so klar wie in Venedig, also ganz so auswendig kann ich das hier nicht. Also im nächsten Level kann ich einen Stellen nicht, da muss man nämlich so einen Unterbrecher finden und ich weiß immer nicht, wo einer liegt. Ein Unterbrecher, da habe ich schon mal Ewigkeiten gesucht und habe den einen Unterbrecher halt nicht gefunden. Da muss ich vielleicht mal nachgucken. Und dann kommt halt diese Tibet-Level, geht schnell mal speichern, oh Gott, weil der Hai uns hinterherkommt. Diese Tibet-Level, die dann kommen, die kann ich dann alle nicht mehr gut. Die habe ich halt bisher nur einmal gespielt und selbst wenn ich mir halt immer Let's Plays dazu ansehe, ist scheißegal bei mir. Ich kann mir jetzt Plays dazu ansehen und merke mir nichts davon. Von innerhalb von kürzester Zeit. So, der Hai kommt hinterher, deswegen sollten wir uns beeilen. Und ich bin immer noch so seltsam heiser. So, ich hoffe, das geht jetzt. Ich bin schon sehr lange heiser, aber halt nicht wirklich krank. Und heute ist Samstag. Übermorgen geht die Schule wieder los. Ich freue mich ja total. Nämlich überhaupt nicht. Weiß nicht, ob ihr jetzt erst Ferien habt oder ob ihr, also wenn ihr woanders lebt als ich lebe ja in Sachsen, Nordsachsen, ich weiß ja nicht, ob ihr schon Ferien hattet oder ob ihr jetzt erst Ferien habt. Also ich wünsche euch trotzdem schöne Ferien. Naja, bei mir ist es nämlich jetzt in Ferien, wie gesagt, vorbei. So. Wir sind jetzt hier an Land. Also nicht wirklich an Land, aber wir sind jetzt mal hier drinnen in so einem Schiffswrack, ja. Wir werden uns die nächsten Leveln immer auf einem Schiffswrack aufhalten. Mehr oder solltest du dich mal ein bisschen beeilen, weil eventuell, ich glaube, der Hai kommt bis hierhin nicht hinterher, aber man sollte sich trotzdem beeilen. Genau. Gut. Wir müssen wieder runter unter Wasser, denn dann müssen wir das Wasser hier abstellen, den Wasserdruck oder wie man es auch immer nennen will. Ja. Gerade eben die nächsten drei Videos hochgeladen. Vielleicht lade ich heute mal ein paar mehr hoch. Weil ich den ganzen Tag Zeit habe und super schlechtes Wetter ist, es ist Dauerregen bei uns angesagt und es ist auch gerade Dauerregen und das soll auch den ganzen Tag so anhalten. Deswegen denke ich, dass ich nicht nach draußen gehen werde und den ganzen Tag hier drin sein werde. Gestern war ich mich ja mal ein bisschen draußen unterwegs, man kann ja nicht immer spielen. Gestern war es nochmal recht schön, ja. Jetzt wurde das Wasser hier rausgemacht. Wir machen uns hier rückwärts runter und sehen jetzt auch ganz deutlich, das Wasser ist raus. Man hat dann diesen komischen lauten Geräusch auch schon gehört. Oder es wurde damit angedeutet, ob man dann jetzt, wenn ich das Geräusch hören würde, würde ich nicht unbedingt sagen, dass der Wasserdruck hier verstellt worden wäre. Was ist das? Leute, achso, ich bin direkt hier hingesprungen. Eigentlich müsste man da hinspringen. Okay, ich bin direkt von da unten hier hingesprungen. Jetzt kommt gleich ein Gegner. Ich mag diese Gegner nicht. ...1304, nehmen wir mal für den die Uzis wieder. Das ist nämlich so ein Typ mit der Schrotflinte. So, das wär's. Ja, ich weiß, ich speichere schon wieder voll oft. Hier sollte man womöglich, ich kann es dir mal zeigen, da drüben ist ein Geheimnis. Und wenn man hier runterfällt, bekommt man das Geheimnis nicht. Ja, deswegen laden wir wieder und ich hole euch das. Also in diesem Level weiß ich auch noch, also das ist das letzte Level, wo ich wirklich, Entschuldigung, das ist das letzte Level, wo ich wirklich ganz genau weiß, wo alle Geheimnisse liegen. Die nächsten Leveln finde ich dann auch nicht mehr alle. Die Gegner können wir jetzt schön von oben abschießen. Dauert vielleicht ein bisschen, aber das macht ja nichts. Ihr könnt ja vorspulen. So, weil ich habe keinen Bock, mich den von unten zu stellen. Hat er mich gerade angeschossen? Ich hatte doch gerade eben noch volles Leben. Komm.
Okay. Mal zwischenspeichern. Falls sie nämlich von unten gleich abballern, das können die nämlich auch. Wo rennt denn der andere jetzt rum? Der ist da. Da war er zumindest gerade. Der erste ist tot. Und der ist auch tot. Sehr schön. Geschafft. So. Das Level ist auch nicht allzu lang. Die Munition gar nicht aufgehoben, die der dabei hatte. Das Level ist echt nicht wahnsinnig lang. Aber das nächste Level wird dafür umso länger. Und die Level wäre eigentlich jetzt wirklich ziemlich komplex. So, damit wir auch kein Leben verlieren, so vorsichtig wie möglich hier alles tun. Das kann auch mal wehtun. Ja. Ich habe das Mikro mal ein bisschen weiter vom Mund weggemacht, weil ich manchmal ziemlich übersteuere, weil das immer zu weit am Mund dran ist. Ich habe es ein bisschen weiter weggemacht und rede auch ein bisschen langsamer. So, der hat Harpunenpfeile. Die brauchen wir übrigens. Ich kann damit ja kaum umgehen, aber ich finde trotzdem, dass sie nötig ist. 10. Oh mein Gott, da kriegt man, glaube ich, einen Taucher tot. Und von diesen kleinen Hutzelfischen vielleicht immer gut schießen 2. Wir müssen noch gut sammeln und schon wieder ein Medipack. Oh mein Gott, wir haben 20 kleine Medipacks. So viel hatte ich noch nie. Und 12 große. Oh mein Gott, wir haben die 20 kleinen Medipacks geknackt. Aber ich sag euch, in dem Level liegen noch mal ein paar Medipacks. Aber ab dem nächsten Level und auch dann die Level, die danach kommen, liegen kaum mehr Medipacks überall. Also wir werden da wahrscheinlich in den nächsten Leveln nur noch 15 kleine Medipacks haben. Und was weiß ich, 10 große. Das ist wirklich so, weil wir kriegen kaum mehr Medipacks von den Gegnern zurückgelassen, was wir ja in Venedig sehr viel hatten und auch jetzt im Bohrturm und auch jetzt hier noch im ersten Level kriegen wir doch noch recht viel Medipacks von vielen Gegnern, aber jetzt wirklich Level für Level kriegen wir immer weniger Medipacks. Ja, das ist nicht so schön. Eigentlich könnten wir jetzt hier diese ganze Springerei da hinten machen, aber ich kürze das ab, ich springe direkt hier hin. Wir können ja durch das Ding springen, das hat wahrscheinlich Kodesein nicht gedacht, als man da durchspringen kann. Eigentlich hätten wir diesen Futzelkram hier machen müssen. Jetzt kommt, also das Level mag ich eben nicht wirklich, weil hier es gibt so ein paar Zeitspiel-Dinge. Deswegen mag ich das Level jetzt nicht so sehr. Hier irgendwo ist ein Schalter, der führt zum ersten Secret. Ja, der hier, genau. Das Nervige ist an diesem ganzen Zeitgesteuerten, dass diese Dinger hier sind. Wenn man da dran kommt, dann das wird bestimmt hier. Hier, dann kann sie nicht springen. Das ist voll nervig. Schnell hier rein. Hier gibt es das zweite Geheimnis. Also man sieht schon, wir haben jetzt schon zwei Geheimnisse, also kann das Level ja gar nicht so groß sein. Wenn wir jetzt am Anfang schon so viel Geheimnis, also schon das zweite Geheimnis hier finden. Ja, und hier kommt jetzt ein Hai und mehrere von diesen kleinen Fischen. Ich werde jetzt probieren, an denen einfach vorbeizuschwimmen. In der Hoffnung, dass sie mich nicht zu oft beißen. Oh mein Gott. Na, 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 na. Tu mir doch bitte nichts. Der Jade-Drache. Bei die kleinen Fische. Oh, drei kleine Fische und so ein Riesenhai. Oh Gott, das sieht gerade gut aus. Ich hoffe. Oh, das sieht gerade sogar sehr gut aus. Die haben mich jetzt noch nicht einmal gebissen. Aber wir müssen erstmal aus dem Wasser hier rauskommen. Die haben nämlich. Sind nämlich auch extrem schnell. Oh, super. Das ging sehr schnell. Wir haben 2 Secrets und spielen erst 8 Minuten. Ja, sehe ich. Wir haben noch gar nicht geladen. Deswegen sehe ich auch bei mir, dass wir knapp 9 Minuten erst spielen. Also ein bisschen mehr als 8,5. So. Ja, jetzt fängt es auch schon an mit diesem ganzen zeitgestorbenen Mist. Was? Was? Okay, Lava konnte an dieser Textur klettern. Eigentlich kann sie an solchen Texturen noch nicht klettern. Die gibt es noch ein paar Mal in den nächsten Leveln. Und da konnte sie es nicht. Was? Was? Warum bist du jetzt nicht gesprungen, Lava? Wo muss ich denn jetzt überhaupt lang? Es gibt hier nämlich 2. Ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, hier ist das Feuer. Das muss man nämlich auskriegen, was ihr gerade gehört habt. Ich konnte mich jetzt nicht umsehen, weil sonst hätten wir es nicht mehr hier reingeschafft wahrscheinlich. So, speichern immer wieder. Ich glaube, das war gar nicht zeitgesteuert hier. Das kommt jetzt erst. So. Genau, ein Feuer geht aus und da ist so ein Schalter. Wow. Gut, dass ich mit Gamepad spiele, sonst mit PC-Tastatur könnte ich hier überhaupt nicht umgehen. Ich sag nur, in Tomb Raider 5 kann man, glaube ich, bei dem Spiel den Controller gar nicht einstellen. Das finde ich immer.
Ich glaube, in Tomb Raider 5 kann man wirklich diesen Controller nicht einstellen. Da müsste, also wenn ich Tomb Raider 5 irgendwann spielen sollte und ich CD-ROM habe, dann kann ich leider nicht mit Gamepad spielen, so wie es aussieht. Was? Achso, die Tür ist noch offen. Okay. Oh, bisher klappt alles gut. Und jetzt wird, glaube ich, müssen wir, glaube ich, das eine Feuer ausmachen. Und jetzt wird's ätzend. Jetzt wird's ätzend. Genau, jetzt ist das Feuer aus. Oh, das wird so ätzend. Uah. Wo muss ich nochmal lang? Ich habe den Weg vergessen. Scheiße. Ich muss... Was? Ich muss, glaube ich, hier hinter. Oh mein Gott. Genau hier hinter. Da lang. Lava, komm. Den Schalter drücken. Jetzt ist das gesamte Feuer aus. Oh mein Gott. Wow. Und jetzt ganz schnell da durchrennen. Wirklich schnell. Schaffen wir das nicht. Ja, geschafft. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Also wirklich. So. Hier kommt ein Fisch. Der Fisch war scheiße, wenn er ihn anknabbert. Aber er ist tot. Rechtzeitig tot. Ja, und jetzt sieht man auch schon, hier das Feuer ist wieder an. Also. Nicht so toll. Wir können ja mal verbrennen. Ich muss jetzt einmal. Komm, wir verbrennen jetzt einmal. Ach, Lava. Da ist Lava wohl verbrannt. Hallo? Ich komme wieder nicht ins Menü rein. Also manchmal kann ich die Aktionstaste, da reagiert sie nicht und sie muss automatisch reingehen. Naja, gut. Ja, 12 Minuten sind rum. Ah, töten wir den Fisch nochmal. Nein! Nein, 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 nein! Der ist tot. So, wir sehen uns dann gleich wieder in Folge 2 des heutigen Tages. Bis gleich!